Aber Leute, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Heute ist Donnerstag und morgen müssen wir in die Kinderwunschklinik. Ich bin gerade richtig geschockt. Morgen müssen wir in die Kinderwunschklinik. Oskar ist ganz kurz weg. Und ich habe einfach einen Test gemacht. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich kann es gar nicht realisieren. Ich habe etwas bestellt gehabt. Die sind immer noch zu. Das, was ich Oskar bestellt hatte, ist hier drin. Ich hoffe, es bestätigt sich. Ich weiß nicht, ob ich Oskar verarschen soll. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Aber ich hätte einfach so ein schlechtes Gewissen, wenn der Bluttest morgen negativ ausfallen würde. Da wollte ich den Test reinmachen. Den hier. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu übertrieben. Ich bin einfach so optimistisch, dass das wird einfach positiv sein. Ich kann auch heute Nacht nicht schlafen, wenn ich das alleine weiß. Scheiße, Oskar ist dran. Ich musste so unauffällig wie möglich sein. Oskar ist gerade duschen. Und gleich sieht er das. Ich kann schon wieder anfangen zu weinen. Wart und uns so viel Kraft gegeben habt und uns auf unserem Weg verfolgt habt. Wir haben es geschafft. Ich hoffe es. Es war eine kleine Überraschung, weil ich unseren Jahrestag vergessen habe. Und das hat mir echt voll leid getan, weil du weißt, ich denke immer an alles. Was ist denn? Ich konnte auch erstmal keine Tränen trinken. Ist es bei dir schon angekommen? Jetzt, als ich es
gegeben habe. Weil das war genau dieser Moment, den ich mir gewünscht habe. Ich habe das hier vor Monaten schon bestellt. Also ich gucke das gerade an und ich sehe das, aber ich weiß nicht, was das bedeutet, so mäßig. Also natürlich weiß ich es, aber... Schwanger in der ersten, zweiten Woche. Und es passt genau. Das ist genau... Es ist so, wenn man so oft enttäuscht wurde, dann... dann braucht man das gar nicht. Dann will man so noch mehr so Bestätigung. Aber das ist ja eigentlich schon. Glaubst du, das ist... Das stimmt wirklich. Ich hoffe es so sehr. Sind und das Geschenk nicht da war, dachte ich mir so, hey, wo ist denn das Geschenk? Und dann ist das Geschenk. Das schönste Geschenk der Welt. Wenn das wirklich so ist. Aber kann noch was schief gehen? Natürlich, aber Schatz, wir müssen so positiv denken. Es wird, es wird. Wir haben es mehr als verdient und der Storch auf dem Dach, das war so ein Zeichen und dieses Haus wird mit Leben gefüllt. Wir sind in dieses Haus und in diesem Monat hat es geklappt. Ich hätte eigentlich heute auch meinen Tag bekommen sollen. Du meintest ja, du hast Bauchschmerzen. Ja, ich habe meinen Tag nicht bekommen. Und du dachtest, du kriegst deinen Tag. Und ganz plötzlich fangen jetzt meine Brüste an, weh zu tun. Ich habe mir gerade unter der Dusche so überlegt, dass wir da morgen hingehen und habe halt, ich habe mir wirklich so, ich war unter der Dusche und habe ich so gesagt, ich wünsche mir wirklich, dass es morgen klappt. Und ich musste gerade gar nicht bis morgen warten, um das zu erfahren. Aber ich will das morgen nochmal als Bestätigung. Ich oder auch. Gehen wir da noch hin? Natürlich! Und der Bluttest, ist der genauer oder? Ja. Aber Urintest ist eigentlich 99%. Deswegen war die immer negativ. Auch nicht. Ich stell dir vor, wir sitzen hier so zu dritt. Und ein kleines Säckchen. Und das. Wir haben es mehr als verdient, Schatz. Wenn du irgendwann 18 bist, oder nee, wenn du irgendwann denken kannst, du hast sowas von gewollt. Ja. Und hast du schon mal erzählt? Nein! Du bist der erste Mensch, der das erfährt. Kein anderer. Ich guck so auf diesen Test. Ich hatte Angst. Ich dachte, okay, wenn da steht nicht schwanger. Das ist mir so okay. Ich werde es nicht Oskar sagen. Wir werden da morgen. Das hätte ich wissen müssen. Mit deiner Ungeduld, dass du bis morgen nicht wartest, das hätte ich wissen müssen. Und weißt du was? Hä? Ich war heute noch da dran, an dem Schrank. Ich habe doch meine AirPods gesucht. Und dann bin ich an deinen Schrank gegangen, von deinem Bett. Ja. Und dann habe ich die ganzen negativen Tests und alles gesehen. Aber das waren diese Ovulationstests. Mir haben so viele geschrieben, dass sie den Tag vorher getestet haben. Und bei denen war es negativ. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht glauben. Das glaube ich nicht, das stand noch nie da. Das stand echt noch nie da.
Wir haben schon den nächsten Tag und die Nacht war so krass. Wir können es wirklich nicht glauben. Also ich kann es nicht glauben. Ich auch nicht. Wir hatten dieses Kästchen neben dem Bett stehen. Und ja, ja, wir haben uns schon gefreut. Also wir freuen uns immer noch und hoffen, dass es sich bestätigen wird. Ja, denn wir fahren heute zum Bluttest und da werden wir euch auch im nächsten Video mitnehmen. Also abonniert gerne den Kanal, denn der Bluttest kann dann 100% sagen, ob Mandy schwanger ist oder nicht. Und schaut mal, es gibt ja keine Zufälle, was gerade angekommen ist. Wir wollten gerade rausgehen, aber wir dachten, wir zeigen euch das nochmal. Mein Kochbuch, der Probedruck ist da und das Kochbuch ist auch jetzt erhältlich. Ich habe tatsächlich dieses Buch mit Liebe geplant. Das ist durch unseren Kinderwunsch entstanden. Das sind nur gesunde Rezepte, ohne Zusatzstoffe, ohne Proteinpulver, ohne irgendwelche Süßungsmittel. 70 Rezepte mit richtig viel Foodwissen. Also zu jedem Lebensmittel, was wir verwendet haben, steht etwas drin. Hinten gibt es auch noch ein Lexikon. Hier habt ihr mal einen kleinen Einblick. Also das Kochbuch ist so cool. Jetzt verfügbar. Mein zweites tatsächlich. Das erste ist auch ja, da. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung und wir gehen jetzt mal los in die Kinderwunschklinik und machen den Bluttest. Und dann seht ihr im nächsten Video, ob Mandy wirklich schwanger ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ja. Tschüss.